Herzlich willkommen zur Handelsverkaufskarte in Thüringen. Wir werden jetzt weiterhin Holz verkaufen. Aktuell fährt ein gerade ein Fahrzeug und düngt fällt um 38. Die anderen Früchte sind ungefähr zur Hälfte reif. Das heißt, es dauert noch ein bisschen. Aber wir können damit Holz aufladen. Gut, das ist eine verkehrte Seite wahrscheinlich. Dann fahren wir mal zurück oder wir drehen mal einfach um. Genau. Hätten wir alle, hätten wir drehen und dann entsprechend links wegnehmen. Aber sind eh fast voll. Nur den kleinen noch, genau. Hier ein bisschen aufpassen, aber nicht zu viel aufladen. Denn er ist nämlich leicht umzukippen. Und jetzt haben wir den Aufdruck durch, ne? Muss ja nicht sein. Hier fahren wir ein Sägewerk, wir kaufen mit dem Holz. Und da schauen wir mal, was wir noch an andere Arbeiten haben. Wahrscheinlich werden wir die Drescher voraus vorbereiten. Dass wir dann entsprechend morgen im Spätsommer mit Glück anfangen können zu ernten. Obwohl bei 50% es ist, könnte es natürlich auch sein, dass es früh in den Herbst kommt. Also Geduld. Wir haben ja 4 Mähdrescher, das heißt, wir können so ziemlich zur gleichen Zeit alle 4 zur gleichen Zeit ernten. Aber da überlege ich mir 2-2 zu machen. Obwohl das schön stressig werden wird, mit Gerste vor allen Dingen, weil Gerste ist doch ein relativ hoher Ertrag. Da können wir gerade mal 2 schaffen. Aber mal sehen. Weil der Aufwand ist auch recht groß, immer alle 4 hinzufahren. Mit Folge bin ich noch nicht beschäftigt. Ich habe sie bisher nie gebraucht. So, wir sind da. Einparken nicht. Ja. Schon ärgerlich. Gehen wir rückwärts. Von lange gedreht haben. So, ein Holz, 844 ein Stück Holz. Ne? Der war ja nicht ganz so lang, ist dick. Jetzt fahren wir zurück, holen die nächsten Bäume. So anders kann man kein Geld. Können wir gleich fahren zum anderen Feld am Rand fahren gleich. Wenn wir fast hier in der Ecke sind. Na, stimmt nicht. Weit weg. Da hätten wir rechts abbiegen müssen. Naja, heute können wir so nicht ernten, das ist ja schon der Rest. Vor Regen geht da nichts. Wie gesagt, das ist ein bisschen, müssten wir von oben fahren. Wenn wir die vordere Ansicht nehmen. Also im Normalfall würde ich jetzt die Bäume alle, die
Stumpen alle entfernen. Aber da ich ja weiß, eine neue Karte kommt. Die Bäume brauchen ja eine Zeit zum Wachsen. Fällt das aus. In meiner ist ja nicht nur die Kosten dafür, für 200 Setting immer 10.000. Auch die Zeit. Ich meine, heute hätten wir die Zeit. Solange der Regen ist, kann man Bäume pflanzen, theoretisch, aber, oder Schuppen fräsen. Aber wenn das sowieso der hier nicht aktuell ist, beziehungsweise also wenn die Bäume quer sind, so wie jetzt, ist es ungünstig. Ein bisschen gerade rücken die Burschen. Unser Stoßfänger. Wird kein LKW gut machen. Hier meist haben wir noch Plaste vorne dran. Die Schräge macht vielleicht gar nicht gehen. Baby, komm, lad auf. Und mal kurz schauen. Also rechts. Links. Dann würde man da so schräge stehen, dass da nicht reinkommt. Ich kann es nicht vermuten. So wäre es andersrum, ne? Kann man sich nehmen, wie man will. Komm ein noch auf. Ja, uneben Ländern haben wir blöd. So. Da war da noch niemand an. Wahrscheinlich. So, mal gucken, mal den kleinen Bogen kriegen. Das finde ich umfallen, ne? Und auch nicht auflegen an blöden Stumpen, ne? Das ist meine größte Sorge, dass wir uns irgendwo festfahren. Oder entsprechend umfallen. Ich habe die Leistung ein bisschen runtergeschraubt. Meine Grafikkarte. Fürs Spiel. Ein bisschen flüssiger. Da ja auch ein bisschen Ressourcen draufgehen für die für OBS-Darstellung. Muss ich ein
besten Weg finden hier. Nicht so einfach. Vor allem, weil er gleich voll ist. Da gehen noch. Machen wir aus. Vor allem, wenn wir. Na, aus ist er jetzt nicht. Aber jetzt. Mit Schwierigkeiten, wenn er zu voll ist. Eh schon eine Grenze. Die Polizei kommt. Bin ich dran? Naja, gut, hier kommt der Kleine. Nicht weiter sagen, ich hab keinen Führerschein für LKW. Prost! Eine Hand fahren ist auch blöd. Aber es hat Kaffeezeit, ne? Bei mir jedenfalls. Oder beziehungsweise ich bin überzogen. So genau guck. Schon fast 17 Uhr. Naja. Das ist ja auch nicht so schlimm. Die Aufnahme erfolgt einen Tag früher als geplant. Passt aber auch. Da ich ja in der Frühschicht immer bin, früher ins Bett gehen möchte, obwohl Sonntag klappt das sowieso nicht, schlage ich eh nicht ein. Grunde, weil ich mit der Bearbeitung der Videos von gestern Abend gemacht habe für die Marsch. Dadurch konnte ich heute früh alles hochladen. Was auch schnell lief. Erstaunlich auch. Ich hatte meine Geschwindigkeit, die ich eigentlich immer haben möchte. So, da war ich mit ein bisschen Geld, haben wir 100.000 wieder auf der Karte. Im Bar. Mir was für die Bank. Und den Steuer arbeitet auch noch. Hat er wird noch die ganze Folge fahren. Ich kann kurz rechnen. Drei Folgen rein theoretisch, also diese Folge. Letzte Folge ist auch schon ein bisschen gefahren, also mindestens noch eine weitere Folge. Und dann noch ein Rest für die letzte Folge. So. Also die Ernte schaffen wir heute nicht mehr. Samstag. Und dann noch Wald kaufen. Aber wir werden vorbereiten, jedenfalls hier die Mittagsschule rausfahren. Die LKWs werden wir auf Position bringen. Wenn nötig noch einen Kurs einfahren. So, da unten haben wir noch ganz viel Holz. Fahren wir wieder so runter wie vorhin. Ja. Aber runter geht's. Bergauf geht nicht. Schwierig jedenfalls. So. Bein da. Bisschen zurückfahren, wenn es geht. Wir können auch rechts nehmen oder in die andere nehmen. Schieber von left. Das war ja richtig aus. Keine Ahnung von mich. Von einer anderen Sprache. Das ist so ganz komisch. Ab L ist alles auf Deutsch und die oberen Dinger sind auf Englisch oder was es sein soll. Gut, Start ist zu erkennen. Stopp auch noch, aber oder so. Rest mal raten, ne? Ich
gerade nicht so gerne. Das wird ein richtig gutes Geschäft hier mit den Bäumen. Wir müssen jetzt von... Na, wir können auch hier rechts nehmen. Mal schauen, ob wir jetzt die Bäume von da noch wegkriegen. Müssen wir nur die Seite ändern. Da liegen sie alle. Shit. Aber wie befürchtet. Schönes Bild, ne? Gut, wo ist unsere Radlader? Düngerstreuer ist jetzt auch schon die Hälfte ungefähr. Ja gut, das fällt immer aus, Bäume machen hier oder Pflanzen. Wir haben ja auch genug Bäume gepflanzt, abgesehen. Mit 200 Bäumen, da kommt man eigentlich schon recht weit. Das wird ein bisschen schwierig werden jetzt hier. Wenn man seine Bäume hingelegt hat hier. Und mal schauen, ob wir rankommen. Irgendwie wird schon gehen. Und das geht auch. Besser als ich dachte. So, aufladen wieder neu. So, die andere Seite nehmen. Die andere Seite nehmen. So. Und den einen mitnehmen, der vor der Füße liegt, mehr oder weniger. Also, was er soll, nimmt er nicht. Aber gut. Ah, doch. Hat er. Festmachen und. Wenn ein kleiner mitnehmen ist gut, wenn nicht, ist auch nicht so schlecht. Macht auch nichts. So, jetzt fahren wir ganz vorsichtig zum Sägewerk. Ist irgendwie Kupolan. Gut und teuer, tolles Holz.
Auf zum Sägewerk. Und die 2000 Euro knacken? Nein, in der Folge nicht. Dazu rast die Zeit zu schnell. Nein. Wir wollen nicht wieder umfallen. Wieder LKW über dem Arsch. In Anführungszeichen. Na, 50.000? Schätze mal. Denk mal schon. Oh, gut gelegen. Waren viele dicke Hölzer und gut beladen. Von daher fast 54.000, naja. Prost. Dann könnt ihr gerne morgen den Marsch aufnehmen. Dann wirst du ja nicht Bescheid, was kommt mit dieser Viehsterberei oder beziehungsweise mit der dann noch eine Wachstum kommt oder so. Wenn ich mal eine Nacht nicht vorspule. Nicht schlafe, sondern verspule. So wie heute hier. Wir haben Sonnenschein und Regen, auch nicht schlecht. So, hier mal die ganzen Bäume unten an der Straße wegnehmen. Ups. Gut, nehmen wir den Bäume rechts weg. So. Richtige Seite. Jetzt rutschen die runter, ne? Sogar Gewitter heute, Mensch, das ging ja mal. Na, Baumstadt, der wäre ja schon rum gewesen. Ja. Festgefahren, drauf geflogen werden. So, beide Bäume liegen schlecht. Wir laden mal kurz ab. Das ist ein Klüger. Weil das bringt nichts. Und die Bäume, die müssen sogar ein bisschen nach hinten schieben. Kurz mal auch noch fertig machen. So, die Freunde, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, nochmal über ein Like oder ein Abo. Ja, ganz gerne. Sind keine Kosten, würden keine Kosten verursachen. Ich sag mal tschüss und winke und fliegt nutzt auch nicht, also kann jeder frei erscheinen. Dann sag mal tschüss und winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.